Das geht mir am Arsch vorbei. Wow. Da sind wir jetzt in Rage Mode. Und da kann ich euch das jetzt auch nochmal zeigen. Wow. Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde. Man kann es schon hier dran erkennen, dass es wieder Super Smash Mobs ist. Und wir spielen heute mit dem Pink. Ich habe ja bei der Klassenvorstellung schon erwähnt. Also das ist sozusagen hier ein kleines Update, ne, falls ihr den Titel, den Titel schon gelesen haben solltet. Und da werde ich über ein Downgrade vom Pick sprechen, da wir wissen ja, bei der Klassenvorstellung habe ich gesagt, oh, eine neue Map? Ist ja cool. Habe ich noch gar nicht gespielt. Auf jeden Fall wurde der Pick gedowngradet und das meint, dass wir jetzt keine Diamantrüstung mehr haben, wenn wir halt in diesen OP-Modus bzw. Zombie-Pick-Modus kommen. Ja, wir haben jetzt nur noch eine komplette Eisenrüstung und die Energie wurde auch downgepatcht. Das heißt, wenn wir im Zombie-Pick-Modus sind, können wir auch nicht mehr 5 Schweinebomben fallen lassen, also Baby-Bacon-Bombs. Ja, und das macht die Klasse schon richtig, richtig schwach, muss man dazu sagen. Und wir werden abnormal weggehittet. Und da will ich nicht mitmachen. Da will ich nicht mitmachen. Den kriegen wir ja nicht einmal angehittet. Das ist schon echt abnormal. Mhm. Ja, hört mir. Zweimal und gehen jetzt wieder weg. Essen ein bisschen Fleisch hier. Und gehen drüber und machen 2 Schweinebomben. Und gehen auf ihn. Und wir gehen wieder weg. Das. Aber im normalen Modus ist, glaube ich, noch alles normal beim Pick. Aber man muss ja auch dazu sagen, so ist das Schwein einfach nicht stark. Ja, der hat mich irgendwie auch getroffen mit Jump. Das finde ich auch immer richtig komisch bei so einer ganz kleinen Hitbox. So, oh nein, 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 nein. Uiuiui. Da sind wir fast down. Aber da kann ich dann auch zu einer neuen Korrigierung kommen und sagen, was dann halt für mich, meiner Meinung nach, das stärkste Kit jetzt ist. Und das sind auf jeden Fall Free Kits. Die sind auch richtig gut, ne? Da ist Iron Golem mein Favorit. Dann ist da noch der Skeleton. Ich hatte auch immer eine Zeit, wo ich einigermaßen gut mit dem Bogen gespielt habe. Bei mir ist es immer so eine Zeit lang und dann bin ich wieder richtig scheiße. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall, wenn man mit dem Bogen richtig gut aimen kann, ist man godlike, sag ich mal. Das ist so richtig heftig godlike mit dem Skeleton. Aber sonst, wenn man es halt mit dem Bogen nicht drauf hat, sollte man es einfach lassen. Das ist einfach grundsätzlich so, ne? Und wir haben hier den vollen Fokus. Die fokussieren uns jetzt, glaube ich, weil ich noch 4 Leben habe und alle anderen 2. Das geht mir am Arsch vorbei. Wow. Da sind wir jetzt in Rage Mode. Und da kann ich euch das jetzt auch nochmal zeigen. Wow. Ja, wir sterben richtig schnell. Merkt man auch direkt. Da uns die ganze Rüstung, die wir haben, nichts bringt. Eine Iron-Rüstung ist einfach nicht so stark wie dir. Und da denke ich aber auch schon, okay, es wurde downgepatcht, es war da vorsichtig stark, aber dann hätte man wenigstens so ein Dia-Harnisch lassen können. Weil Iron-Rüstung mit 2 Herzen, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Da ist das Kit dann schon wieder ein bisschen zu schwach für mich, aber ja, es war ja halt auch zu OP, ne? Man sollte aber, finde ich, ein Mittelmaß finden. Wenn er da ein bisschen mehr Rüstung hat als ein Iron Golem in dem Modus, ist ja auch gut. Weil der hat dann ja auch nicht so viel HP wie ein Iron Golem in echt, ne? Okay, der hittet uns gut mal wieder und jetzt hätten wir ihn. Und man merkt, ich spiele so ein bisschen auf Abstand, weil wenn ich Sachen sagen möchte, ist es nicht so schlau, wenn ich mitten in den Fight gehe, weil ich dann ein bisschen schlechter bin. Oh, oh. Und. Oh, Pick Bombs! Oh, er macht auch welche. Ich bin auch. Oh, ich spiele heute zum ersten Mal Minecraft. Bin gerade erst aufgestanden. Und dann ist es ein bisschen schlecht, ey. Ich bin noch gar nicht richtig eingespielt. Man merkt das auch wahrscheinlich an meinem Aiming, aber. Ja, ist egal, ne? Oh. Ja, was willst du denn tun hier? Was willst du denn tun? Hä? Er ist schon wieder im normalen Modus. Er wird anscheinend nicht so heftig gefokust. Oh, jetzt kriegen wir wieder voll das Feuer ab. Ja, come on. Ja, jetzt werden wir bestimmt wieder gefokust, oder? Nein, oh, ich bin fast in die Schlucht gesprungen. Ja, ja, wir werden gefokust. Was denn auch sonst? So, da ist er down. Super. Ah, nee. Ich sag, wir werden gefokust. Es ist nur ein 1 gegen 1. So, dann kommt er jetzt zu uns.
Wir haben gut gedeckt. So. Hat es erstmal richtig gut mit den Bomben getroffen. So, wir nutzen mal diese alte Taktik. Auch wenn wir... Ah, oh, jetzt ist weg. Gut, aber wir haben... Oh, wir haben ihn gut getroffen. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Wir spielen ein bisschen schlauer als er mit dem Pick und haben es trotzdem noch gerissen. Aber ich wollte es einfach nur anmerken, dass hier ein Downgrade gekommen ist von dem Pick. Also er ist nicht mehr so stark, also man muss schon ein bisschen mehr auf Distanz bleiben. Die alte Taktik funktioniert da nicht mehr so gut. Oh, Double Game Weekend. Also wenn ihr noch an diesem Wochenende spielt, das Video kommt ja auch noch heute raus, dann habt ihr sogar noch einen Double Game Weekend Bonus. Also das ist anscheinend richtig geil hier dieses Wochenende. Auf jeden Fall wollte ich dieses kurze Video, also das war ja nur eine Runde, passend mit einer neuen Karte. Ich will ja gar nicht mehr so oft Super Smash Mobs rausbringen, nur ab und zu mal. Es laggt hier ein bisschen in der Lobby, aber kein Problem. Wollte ich einfach nur ein bisschen über, informieren über dieses Downgrade, weil das halt, ja, keine Ahnung. Falls ihr euch jetzt Pick holen wollt, müsst ihr halt damit rechnen, dass es nicht mehr so stark ist, wie ich es vorher angemerkt habe, ne? Ich sagte ja, oh ja, stärkstes Kit, OP-stes Ding, was man hier holen kann bei Super Smash Mobs. Wenn man was reißen möchte, sollte man sich dieses Kit holen. Aber ist jetzt nicht mehr der Fall. Meiner Meinung nach ist dann halt jetzt noch das beste Pet, Kit, zum Beispiel Iron Golem, muss man sich nicht kaufen. Dann ist dann noch der River Skelett richtig stark, wenn man also so mit seinen Double so spielt, also man kann sich ja immer mit den Double retten lassen. Und man kann auch immer switchen, so dass der das Double auch angreifen kann. Weil das Double kann richtig viel Schaden austeilen. Und diese starken Sounds im Hintergrund gefallen mir gar nicht. Auf jeden Fall, River ist auch noch ganz gut. Und da gab es noch eine Klasse, die fand ich richtig stark. Aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mir sollte sie eigentlich einfallen. Aber ansonsten erwähne ich jetzt nochmal die zwei schlechtesten Kits meiner Meinung nach. Das ist zum Beispiel beim Free Kids das Spider-Kit. Spider-Kits sollte man nicht unbedingt anspielen, also... Es ist eigentlich ganz lustig, ne? Aber der Jump zum Setten, damit muss man halt sehr schnell agieren können. Hitbox ist eigentlich auch leicht treffbar. Manche denken ja nur, weil eine Spider tief gelegen ist, ist es schwerer, sich zu treffen. Nee, die Hitbox von der ist trotzdem so ziemlich groß. Und, ja. Stark ist sie nicht wirklich, ja. Und ansonsten... Huhn. Huhn meinte ich auch schon damals bei der Vorstellung. Schlechtestes Kit, meiner Meinung nach, ever. So. Habe ich das alles mal zusammengefasst in diesem kurzen Infovideo über Super Smash Mobs. Einige sollten ja auch wissen, dass jetzt vor 2 Tagen der neue Smash-Teil rausgekommen ist. Dazu sage ich aber eigentlich nichts, weil ich habe kein 3DS und kann das leider nicht spielen, beziehungsweise auch nicht aufnehmen, aber keine Ahnung, erwähnenswert, ne? Weil es jetzt einfach um Super Smash Mobs geht. Naja, egal. Das wäre es dann mit diesem kurzen Video gewesen. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon ein bisschen lange in die Länge gezogen. Genau. Auf jeden Fall war es das dann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zudem folgt auch heute noch ein Infovideo von Homeland, falls es nicht schon rausgekommen ist. Also das Video kommt ja um 18 Uhr. Egal. Es kommt heute noch ein Infovideo oder es ist schon gekommen. Kommt drauf an. Aber auf jeden Fall sage ich jetzt nur noch Tschüss und reingehauen.